Willkommen zurück in Hatindo, wie es so stand. Ja, denn. So, wir spielen Zelda Breath of the Wild. Wenn ihr den Part seht, bin ich mehr oder weniger schon im Urlaub oder auf dem Weg dahin. Denn dies ist jetzt alles von den nächsten Tagen vorproduziert. So. Ja, wir sind in Hatindo das letzte Mal angekommen. Und jetzt ist die Frage. Wir müssen da zu dem einen Standpunkt. Wie kommen wir da hin? Und wo ist unser Pferd? Wir sollten vielleicht erstmal unser Pferd holen. Oder kommen jetzt mit dem Pferd hier auf die Wege begeben. Das wird zumindest, wie ich finde, mehr Sinn machen. Ja, denn Hatindo ist in der Tat eine große, große, schöne Stadt. Wie am Soundtrack sicherlich auch hört. Und ich mag dies ja gern. So, komm. So, man muss jetzt wirklich zuerst an die Steuerung mit dem Pferd dran gewöhnen. Weil die ist jetzt gar nicht mal so einfach. Aber wenn man die begriffen hat, dann ist es gut. Und das ist deutlich angenehmer als irgendwie zu Fuß die ganze Zeit durch die Gegend zu galoppieren. Und ich meine, das Pferd macht da hier treue Dienste. Kann ich jetzt auch hier hochgehen? Nicht, oder? Ne, das ist ein Pferd so steil. Stopp! Oh nee, hallo, ja, hier lang, jetzt hat. Ja, also wie gesagt, es ist manchmal noch ein bisschen schwer irgendwie jetzt genau einzusetzen. Aber ich denke mal, das sollte jetzt gehen. So, das ist nur die Frage. Ja, packt das Pferd jetzt, dass hier hochgehen. Einfach langsam. Dann sollten wir es hier rauf schaffen. So, an der Stelle sind wir das letzte Mal verreckt. Jetzt brauchen wir natürlich nicht nochmal. So. Gut, jetzt sind wir ein bisschen mehr hier oben. So, ich spreche da mit dem Pferd. Okay, also müsst ihr irgendwie außen rum. Wenn das überhaupt funktioniert. Also eigentlich wird das Pferd gleich übelst abrutschen. Und wir fallen hier irgendwie die Klippe runter oder so. Ganz brutale Scheiße. Ne? Ich weiß nicht mal, ob wir so richtig gehen und ob das jetzt wirklich so eine gute Idee war, hier mit dem Pferd drauf zu gehen. Hallo, ich wollte da ganz gerne rein. Möglichst ohne das Kind zu überrennen, aber wenn es das überrennt, ist mir das auch erst egal. So, ja geil, jetzt gehen wir gleich ins Wasser. Das Pferd mag kein Wasser. Ja, wo ist jetzt der Punkt, wo wir hin sollen? Ich meine, ich lasse das Pferd mal hier übrig. Ich schieße jetzt der coolen aus.
Nee. So. Ja, dann müssen wir irgendwo hin. Die Frage ist nur, wie kommen wir zu dem Punkt, der da die ganze Zeit darum leuchtet? Ist man in Hatino? Sind wir schon? Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da zu dem Punkt? So, wir probieren einfach mal hier hoch zu klettern. Hoffen, dass dies uns gelingt. Das sieht aber sehr danach aus. Und damit kommen wir unserem Ziel hier schon mal wieder ein kleines bisschen näher, hoffentlich. Selma, müssen wir da jetzt auch noch hoch, oder was? Ja, es wird zumindest mal probieren. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Irgendwie. Was deines Verlaufes misst es nur. So, was steht denn hier? Hatino Industrie, ah ja. Gefahr, brave Kinder spielen besser anderswo. Okay. Ja, das hat noch was Industrie, weil das ist alles noch Hatino. Der sagt ja, das ist schon eine richtig große Großstadt irgendwie. So, was haben wir jetzt hier stehen? Ja, ne, Hatino Industrie. Hier nochmals die Warnung. Spiel mit Laternen verboten, elternhaft wäre Kinder, lol. Ja, gay. Cool. Das heißt, wir dürfen hier nicht jetzt hier. Die mit dem Kochlöffel. Wir haben einen Kochlöffel als Inventar. Wegen der fucking Axt, Schwert, Mann, ist. Alles andere hilft uns nix. Dieses ganze, muss man erstmal wieder an Rasenmäher hinsecken, ey. Hier ein Rasenmäher, das ist ja nicht schön. Was wir hier alles an Gras haben. Ah ja, wir sind gleich da. Merk es einfach, wir müssen hier rein. Hier geht's weiter. Erster wird gespeichert. Ja, Tenos Industrie. Was haben wir denn jetzt hier? Ja. Guten Morgen, ne? Ja, morgen relativ gesagt. Naja, so Spielaufnahmezeit kann es gut sein. Hier bei mir im Real Life haben wir es aktuell 12.30 Uhr. Ja, weil wir hatten heute ganz hillig einfach mal hier um 11.30 Uhr oder so aus. Keine Ahnung. Bin nach Hause gefahren, hab noch kurz mit ein paar Freunden geredet. Und erstmal begriffen, dass wir einfach Ferien jetzt haben. Ne? Und ja. Dann bin ich nach Hause gefahren und nehme jetzt eben auf, ne? So, also, guten Morgen. Das hier ist das Hatindo-Industriet für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Ja, nun, der Direktor ist dort hinten. Ja gut. Er ist beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. So, Herr Direktor. Guten Morgen. Es wird so viele Bücher an einem Ort, hast du noch nie gesehen. Habt ihr schon mal etwas von Bücherei gehört? Habt ihr schon mal was von der großen Münchner Bücherei gehört? Die in München ist, das ist ja diese Bücherei, die irgendwie alle Bücher aufbewahrt, die es gibt oder so. Also alle deutschen Bücher sind da in dieser Medienbibliothek irgendwie, ja, sind die da irgendwie so reinsortiert, gekennzeichnet, nett geordnet, damit man weiß, wann was das hin ist und was es für Bücher gab, nach dem Motto. Und ja, dementsprechend, da gibt es vermutlich mehr Bücher als hier. Also ja, ich habe sogar mehr Bücher gesehen. Egal. Ja, wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele sind es denn? Ja, schwer zu sagen. Erstmal schneiden, wie es funktioniert. Was du da am Gürtel trägst, ist das etwa so ein Siegerstein-Gedönse? Ohne Zweifeln, Esther Siegerstein. Ist ja interessant, ne? So ungern ich das zugebe, aber ich hab doch nie im Leben an Ästen gesehen. Leider hast man lernt immer dazu im Leben, ne? Auch hier, diese alten Leute von Hatino lernen dazu, man glaubt es kaum, ne? Ja, das ist echt faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besetzt.
ein Status-Symbol. Aha, aha. Ein Magnetmodul. Oh, ein Bombenmodul und ein Kryomodul. Und noch was? Was noch zum Henker? Das sind alle im Modul A. Okay, verstehe. Moment mal, das ist aber kurios. Besitzt er nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mensch. Na gut, sie wissen halt, dass du... diese ganzen chinesischen Namen, die man nicht auspressen kann, ey. Simin. Hi, Simin. Ja, mein Name ist Simin. Wer hat gedacht, man sieht es gar nicht an dem Namensdings oben links, aber okay. Ja, und du bist Link, oder? Ja, du kennst mich? Ja, Impa hat mir da alles erzählt, ne? Sie sagt, wenn je ein Jüngling mit Zikastanje auftaucht, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei, wie gesagt, Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe. Zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, wo bist du? Das ist ein Was-Ester-Siegerstein. Das musst du dir anschauen, komm her. Frau Direktorin? Komm her. Musst du dir anschauen. So, wer ist eigentlich die Frau Direktorin? Frau Direktorin? Oh je, ja, das habe ich ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Die nächste, die ihr vergisst vorzustellen. Sag mal, so ein bisschen vergesslich hier mit unserem weißen Haaren. Ja. Sie steht dort, direkt dort. Das ist die Direktorin des Hatindo-Industries. Die Großexpertin auf den Gebieten der Antikforschung Pura. Oh mein Gott, ist die klein. Das ist doch ein Kind. Die könnte von der Größe, vom schrägen Aussehen und auch sonst wirklich erst ein Kind durchgehen, ey. Katsika! Ja, auch so, wie sie das spricht. Die verleihen da jetzt irgendwie so eine kindliche Stimme. Ich bin Selbstwissenschaftler und bewundere Pura so tiefst. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistentin eingestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Ach, stehst du auf sie oder wie? Ach man, ich dachte, das wäre jetzt hier so die große Love Story, ne? Und dieser Sirmin steht auf die Frau Direktorin. Das wäre doch mal Love Story in Zelda. Okay, aber wir tun gerade hier ein anderes Kapitel aufschlagen. Aber hier sieht es ganz anders aus. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen. Direktorin meine ich nicht Direktorin, Alter. Die Direktorin. Also, die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen. Habe ich gerade auch erwähnt. Aber. Ich laber halt so viel, ey. Aber nein! Du solltest es auch ihrem eigenen Mund hören. Bitte press mit ihr direkt darüber. Ja, wenn es dir so viel am Herzen liegt. Kleine Diktorin. Haha! Da bist du baff, was? Ja, bisschen schon, ne? Nicht Sim ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katsika! Es tut immer so. Bananas, also. Also, irgendwie so, warte, Katsika? Oder Banana habe ich auch neues Mal im Englischunterricht gemacht. So heißt die Wörter, die so kindlich klingen, sag ich mal. Jetzt ist die Frage, wie definiert man ein Wort, dass es kindlich klingt? Egal. Ne, das ist nicht leid. Das war nicht irgendwie egal. Was redet es eigentlich gerade schon wieder? Naja, egal, vergiss das. Was sagen wollte, ist irgendwie, keine Ahnung, so manche Wörter, die spricht man. Irgendwie spricht es voll gern so kindlich aus. So, Banana, Zickerstein, keine Ahnung, ich möchte keine weiteren Beispiele nennen, aber nur so, ne. Egal, wir machen jetzt hier weiter, wir lenken jetzt schon wieder Susa vom Thema ab, das ist nicht schön. So, Pura, sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ja, das ist mal eine gute Frage. Vermutlich hat er geträumt, dass er träumt. Und weil sonst könnte er sich ja theoretisch an den Schlaf erinnern.
Zumindest, wenn er einen Albtraum hatte. Naja, dann ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir. Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber nur bis jetzt. Das kann sich ganz leicht ändern. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich noch an mich? Nö. Was? Sie gerade so als Musik so im Hintergrund. Sehr schön. So, was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich es doch vor 100 Jahren in das Reihen des Lebens gebracht, dass die Verehrung gar nicht erwischt hatte. WTF. Ein Mädchen? Hier. Also ich sag einfach mal, dass es ein Mädchen ist von der Größe her. Das ist irgendwie 100 Jahre alt. Scheinbar. Weil es mich in den Reihen des Lebens, oder Link jetzt hier, also der in den Reihen des Lebens gebracht hat, als die Verheerung Ganon den Link erwischt hatte. Das heißt auf Deutsch, dieses Mädchen hier, ne, was hier auf dem Stuhl steht, wo bemerkt, um so groß zu sein, wie Link ist, soll es 100 Jahre alt sein. Das macht keinen Sinn. Krummes. Dort habe ich das in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notiert. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheiten von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Ja, das machen doch ganz ehrlich. Alle Mädchen, die irgendwie Streber sind, notieren sich alles Mögliche. Und das Mädchen hier hat eine Brille, macht einen Beruf und sieht auch aus wie Streber. Und daraus kann es herleiten, dass es ein Streber ist. Nein. So, also Scherz beiseite. So, machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind? Unverschämtheit! Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen, ne? Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheites Experiment. Oder, naja, gescheit, das ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben. Aber nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Aha, ich weiß, was wir gleich machen werden. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Ah, die reden jetzt immer so viel, ey. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganons besiegen können? Das werden wir sehen. Und im nächsten Part geht es dann dazu weiter. Ne, macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und...